Jemand hat sie gestohlen. Ich kann es nicht glauben. Oh, oder Catriel war so dumm und hat, wo sie den Haken betätigt hat. Ha, Kira ist nur wegen diesen Humors. Ja, ja. Nee, aber... Weil wegen Humor. Ja. Nee, aber... auf meinem Kanal gelandet. Okay. Wir können. Nee, du kannst weiterlesen. Achso, weil du wolltest doch was sagen. Nein, du kannst weiterlesen. Du wolltest was sagen. Nee, wollte ich nicht. Doch, du wolltest was sagen. Nee, wollte ich nicht. Sprich dich aus. Nee, wir hören dir hier alle zu. Nein, du kannst weitermachen. Lieber Chats. Mach jetzt weiter. Mir. Okay. Ich wollte nur sagen, mein Humor ist... Das gehört dazu. Ach so, ja, genau. Manche Leute denken sogar, ich bin krank, wenn solche Anspielungen nicht kommen. Das ist schön. Danke für den Rückhalt. Sobald der Verantwortliche für diese schreckliche Tat gefunden ist, wird er sich noch wünschen, er hätte sich nie mit Omar und Nessas angelegt. Immer ruhig Blut mit den jungen Pferden. Sie wurde gestohlen, das Riesending... Oh je, Mr. Onessas kocht vor Wut. Natürlich tut er das. Die Statue war von nahezu unschätzbarem Wert. Aber Augenblick mal, wenn die Statue gestohlen wurde, was wird dann aus meinem Bietschein? Ja. Sie haben noch nicht gewonnen, Catriel. Nun, ich kann nur sagen, dass jemand ganz schön dreist ist, wenn er so ein Ding direkt vor meiner Nase dreht. Und ich ihm auch noch dabei helfe, mit einem Hubschrauber abzuhauen. Cat, Perfetti, jetzt müssen wir denjenigen finden, der das getan hat. Nun, wir können es sicher nicht ignorieren. Es dürfte der Diebstahl des Jahrhunderts sein, wenn man bedenkt, wie wertvoll die Statue ist. Also suchen wir jetzt nach der Göttinnenstatue selbst anstatt dem Engel. Was für ein Spaß, ich weiß schon, was passiert ist. Jemand hat gedacht, er müsste die verstecken, weil das ist nein, ja... Nein, nein. Sie wurde vom Winde verweht. Nein. Ich weiß schon, was passiert ist. Catriel hat den Kram betätigt. Und deswegen ist die Engelstatue gehoben. Und wenn du auf das Bild guckst, was sieht man da? Einen Kran. Ja. Ja. In der Nähe, wo die Göttin stand. Ach, Catriel. Hm. Hätten sie es jetzt über Bord geworfen? Was? Die ist bestimmt jetzt über Bord geworfen. Ende des Spiels. Die Kanzlei Layton wurde geschlossen. Detektiv Layton wurde geschlossen und ja. Ja. Okay. Sie kommt aus den Schulden nie wieder raus. Ich hab die Mannschaft das Schiff durchsuchen lassen. Mr. Onessas. Mr. Onessas. Aber es findet sich nicht die geringste Spur der Statue. Aber das ist doch Irrsinn! Die Statue ist gewaltig groß! Und mächtig! Wie kann man sie denn so irgendwo verstecken, dass wir sie nicht finden können? Es gibt Riesenmengen an Wasser um sie rum, die man nicht so einfach durchsuchen könnte. Das ist ein furchtbares Verbrechen. Ich werde direkt zur Brücke gehen und einen Funkspruch ans andere Ufer senden, damit sie dort wissen, was hier geschehen ist. Ja, ja, vielen Dank, Midas. Aber es gibt nichts, was man an Land für uns tun könnte. Ich verstehe das nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Onessas. Wir schnappen den Schurken, der das getan hat. Das verspreche ich. Ach ja, natürlich. Ich hatte schon ganz vergessen, was für Berufe manche unserer Gäste haben, die ich nur zufällig angeheuert habe. Genauso wie immer zufällig ein Mord passiert, wenn bei Detective Conan... Ja, keine Ahnung, das ist so... Wie viel sind die bisher gealtert und wie viele Morde haben die schon aufgeklärt? Warum guckst du mich so böse an? Der Mord passiert immer, wenn Kokoro Mori da ist und nicht Detektiv Conan. Ach so, also ist Kokoro Mori der Pechvogel. Ja. Oder der Pechbringer. Ja. Komisch, dass der dann immer noch zu irgendwelchen Sachen eingeladen wurde. Haben die dann zu lösen?
Er wird, bevor der Mord passiert, zu etwas eingeladen, wo noch nicht mal bekannt ist, dass ein Mord passieren würde. Nur damit der Mörder dann von ihm überführt wird. Also der plant sozusagen seine eigene Überführung? Nein, ganz oft ist der Typ nämlich... Der Täter ist in den meisten Teilen tatsächlich der, der sie eingeladen hat. Wie kann man nur so dämlich sein? Na, die wollten dann insgeheim, dass man sie überführt. Oder sie wollten dann beweisen, dass man sie nicht überführt werden können. Ja, wie kann man nur... Naja. Das ist Film, das ist Serie, das darf man. Dann finden Sie meine Statue und finden Sie die Person, die für diesen dreisten Diebstahl verantwortlich ist. Koste es, was es wolle. Und wenn es das Letzte ist, was Sie tun. Wenn es sein muss, überzeugen Sie wen. Also ich meine, nutzen Sie die Gelegenheit, dass Sie hier an Bord des Schiffs sind, um den Verbrecher zu finden. Wollte er gerade darauf anspielen, dass man ruhig Gewalt anwenden sollte? Ich glaube eher, dass man alles durchsuchen soll. Oh. Das wäre ein... Was? Es gab auch Morde, ohne dass Marie anwesend war. Stimmt. Oh Gott. Aber das war dann bestimmt wieder... Stimmt, es gab da tatsächlich ja, so Sachen, wo... Ja, bei den Kindern, ja. Ja, es gab auch Sachen, wo Conan dann generell jemand anderen irgendwie einschläfern musste. Ja. Da ist sogar eine meiner Lieblingsfolgen mit, wo er Rans Freundin Meinst du die beste? Aber du meinst nicht die mit den kurzen Haaren? Doch, die mit, ja, ihre beste Freundin. Ach, wie hieß die denn jetzt nochmal? Sonoko, genau. Sonoko, danke. Danke, lieber Chat. Sonoko. Ja, ich habe auch gerade, also ist Shizuko, das nee, klingt aber, krank. Nee, aber ich wusste, dass es irgendwas mit Ko war am Ende und S am Anfang. Ja. Okay, weiter. Sonoko, stimmt, wo er sie einschläfert und sie den Fall... Mumie im Wald Folge? Ja! Ja, das ist meine Lieblingsfolge. Die mag ich. Weiter im Text, glaube ich. Okay, ja. Und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Ich wollte mal den ersten Teil nicht sagen. Das wären wir, Mr. Onessas. Wir lösen jedes Rätsel. Das ist mein Motto. Wenn Sie nichts dagegen hätten, Mr. Onessas, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass keiner der Gäste von jetzt an den Bereich des Basals betritt. Am Tatort sollte möglichst nichts verändert werden. Natürlich, wenn es der Ermittlung hilft, werde ich die Gäste anweisen, den Ballsaal nicht zu betreten. Das ist ein noch nie dagewesenes Unglück für mein neues Schiff auf seiner Jungfernfahrt. Deswegen ist es auch noch nie dagewesen, weil wir hatten noch nie eine Fahrt vorher. Ich bin nur dankbar, dass Sie an Bord sind. Bitte, bitte finden Sie die Statue. Mitten in der Macht? Ich wusste auch, wahrscheinlich mitten in der Nacht. Ja. Ja, ich auch. Das ist dann immer. Ich grusel mich immer noch, muss ich gestehen. Aber es ist einfach nur eine coole Folge. Ja, holla. Das ist ja eine Wendung wie aus dem Krimi. Der Diebstahl einer Statue aus purem Gold macht aus der ganzen Sache hier einen großen Fall. Was ich gern wissen würde, wie hat es jemand geschafft, sich mit etwas so Großem und Schwerem aus dem Staub zu machen? Ja, das ist kaum zu glauben. Aber es ist passiert und wir müssen herausfinden, wie. Na schön, dann bringen wir diese Ermittlungen mal in Gang, was? Genauso wie diesen Kran da über uns! Ich glaube, wir sollten mit einer formellen Aussage von Mr. Onessas anfangen. Ich war hier. Die Statue war auch hier. Dann war ich weg. Dann kam ich wieder. Dann war die Statue weg. Fertig. Oh, was für ein Schwein hat mir das angetan, mir meine Statue wegzunehmen. Ja, also. Könnten Sie uns bitte kurz unterhalten? In einem anderen Raum. Zu zweit. Ach so, eine ist das.
Oh. Wie Emmy damals. Ja, sie heißt ja so ähnlich. Ja. Nee, Moment, oder? Doch, Emiliana? Emiliana, stimmt. Emmy. Emmy Perfetti. Okay. Natürlich, wenn es dazu beiträgt, die Wachstumsphase der Haarwurzel zu verlängern. Ich hab grad gedacht, dieses, dass du, wenn es dazu beiträgt, dass du das dazu gedichtet hast. Was? Ich hatte am Anfang gedacht, du hast das, wenn es dazu beiträgt, dazu gedichtet. Nee, ich hab das danach dazu gedichtet. Ja, das weiß ich. In der Tat, dass wir den Halunken aufspüren. Als wird in Maschinen. In den Maschinenraum gegangen sind, um die Schatzsuche mit den Engelsfiguren zu beginnen, sind der andere Gäste noch im Ballsaal geblieben? Nein, ich glaube, alle Gäste haben am Spiel teilgenommen. Als wir zusammen in den Maschinenraum gegangen sind, sollte also niemand im Ballsaal zurückgeblieben sein. Es sollte generell eigentlich niemand auf diesem Schiff zurückgeblieben sein. Ich habe eine... Du hast Auswahl. Ja, die Q-Test für jeden, der mitfährt. Ich würde sagen, wir waren etwa 15 Minuten im Maschinenraum, oder? War die Statue leicht genug, dass man sie überhaupt in so kurzer Zeit hätte bewegen können? Miss Leighton, die Göttinnenstatue besteht aus purem Gold. Sie wiegt schätzungsweise 4 Tonnen. 4 Tonnen? Wie immer alles in der Welt haben sie überhaupt in den Ballsaal bekommen. Mit diesem Kran! Die Thames-Tönig ist mit einem hochmodernen Kran ausgestattet. Ich wusste es. Miss Perfetti, daher war das kein Problem. Ich wusste es. Ja. Dann scheint es sehr wahrscheinlich, dass der Täter die gleiche Methode verwendet hat, um die Statue zu entfernen. Oder nicht? Und das war vielleicht sogar aus Versehen. Könnte jeder diesen Kram bedienen, Mr. Onassis? Nein! Ich? Also, ja genau. Jeder, der Knöpfe drücken kann. Nein, ich glaube nicht. Es ist nicht so leicht zu... Er ist nicht so leicht zu steuern. Aber ich kenne die Einzelheiten nicht. Diese Frage müssen Sie schon Captain Tower stellen. Ich verstehe. Und dann müssen wir ihn gleich danach fragen, denke ich. Ja, wir sollten ihn auf der Brücke treffen. Dort wollte er hin, um zum Fenster und hinüber zu funken. Ja, das stimmt. Dann machen wir jetzt mal auf den Weg zur Brücke. Ja, auf zur Brücke. Da. Wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Neuer Raum. Ja. Neue Sachen zu finden. Vielleicht finden wir ja eigentlich da, wo die Statue erst stand, noch was Neues, aber ich glaube nicht. Nee. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich wunderbares Gefühl, auf der Brücke zu sein und mitzuerleben, wie der Kapitän dieses großartige Schiff befehligt. Vor allem nach dieser Katastrophe, oh, das wühlt mich ganz auf. Schaut euch mal die Aussicht übers Meer an, man sieht sogar das andere Ufer. Da drüben ist der Kapitän! Wir stören Sie nur sehr ungern, Kapitän Star. Aber wir müssten Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn das möglich wäre. Nö. Wer ist denn der andere Typ noch? Oder suchen? Suchen. Münze in diesen zwei Rohren da in der Mitte oder was auch immer das sind. Münze in diesem anderen da rechts. Also diese Dinger, die aussehen wie Löcher. Okay. Und eine Münze in dem Licht. Rechts. Nicht hinten, sondern ich eher vorn. Ganz rechts unten in der Ecke. Da? Ja. Okay. Dann kann ich ja wieder gleich ziehen. Nein. 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 Mein Schatz. Nein. Juwelen. Entruhen. Ja. Schau dir diese tolle Steuerkonsole an, Miss Layton. Wunderschön, nicht wahr? Wie sie. Vor allem sehr verführerisch. Ich würde gern an dem Hebel ziehen und die Knöpfe drücken. Das kannst du auch gern bei mir machen, Miss Layton. Hey je, bloß nicht, Miss. Schon ein einziger Knopfdruck könnte dazu führen, dass eine Statue entwendet wird. So wie es schon passiert ist.